Hi und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute für euch ein 15 Minuten Po-Workout, das richtig intensiv ist und euren Po richtig schön zum Brennen bringt. Einfach perfekt für zu Hause, um zu Hause einen schönen, knackigen Po aufzubauen. Ihr könnt übrigens dieses Workout hier perfekt in euren Trainingsplan integrieren. Habe ich ja letztens gerade 8 kostenlose Trainingspläne hochgeladen. Und da könnt ihr dieses Workout hier perfekt in euren Bauchbeine-Po-Tag mit einplanen. Übrigens, wie immer, keine Übungen doppelt. Alle Übungen sogar ohne Springen und am Boden. Glaubt aber jetzt nicht, dass das dann nicht intensiv wird. Es wird mega intensiv. Ihr könnt sogar noch, wenn ihr etwas zu Hause habt, Geräte, also irgendein Equipment verwenden. Beispielsweise einfach Gewicht, zum Beispiel eine Kettlebell, Kurzhantel oder auch Ankle Weights, also einfach für den Knöchel, um hier nochmal Gewicht dran zu packen oder auch die langen bzw. kurzen Therabänder. Ich werde aber das gesamte Workout ohne Equipment machen, weil es kann wirklich jeder mitmachen. Blende euch aber immer hier einfach die alternativen Übungen mit Geräten ein. So gibt es, glaube ich, echt keine Ausreden. Übrigens, das ganze Equipment findet ihr unten in der Infobox. Genauso wie immer auch meine Sportkleidung. Habe übrigens heute eine super passende Leggings an. Die Peach Perfect Leggings, die den Po richtig schön zur Geltung bringt. Findet ihr auch unten, auch in meinem Rabattcode und so weiter. Aber jetzt würde ich vorschlagen, rede ich gar nicht mehr länger drum rum. Wir starten direkt los. Ich wünsche euch viel Spaß. Let's go! So, ich bin bereit. Ich hoffe, ihr auch. Dann kann es auch schon gleich losgehen. Wie vorhin schon angekündigt, sind alle Übungen am Boden. Wir starten gleich mal los mit der Glute Bridge am Rücken. Also wir kommen in Rückenlage und drücken uns jetzt aus dem Po richtig schön nach oben. Einmal oben öffnen und wieder runtergehen. Eingeblendet habe ich euch die Übungen gezeigt mit Geräten, aber wie gesagt, ist auch alles ohne möglich und wirklich jetzt darauf achten, dass ihr euren Po durchgehend angespannt habt. Und ich zeige euch schon mal die nächste Übung. Und zwar geben wir jetzt ein Bein nach oben, sodass wir uns nur noch aus einem Bein nach oben drücken. So haben wir einfach mehr Gewicht und es ist nochmal intensiver. Now is for you to stay the night. But if you keep saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Sehr gut, wieder kurz ausschütteln, kurz verschnaufen und die nächste Übung ist genau die gleiche, nur mit dem anderen Bein. Jetzt geben wir in meinem Fall ist das rechte Bein nach oben und wir drücken uns wieder aus dem Po hoch. Variationen haben wir noch und zwar jetzt machen wir die pulsierende Glute Bridge, also wirklich schön oben bleiben und schnell hochdrücken und wirklich jedes Mal richtig schön durchgehend die Po-Backen zusammenkneifen. I'm walking around in the circle of life, doing things I know. Walking the same ways a hundred of times with the same soul. But do you ever try to put on the right side?
tripod on the left side, put it up in your eyes. Und bevor wir jetzt in den Vierfüßlerstand kommen, halten wir jetzt noch die Glute Bridge für 40 Sekunden durchgehend. Auch hier wieder. Kneift den Po zusammen, spannt richtig an, werdet auch nicht schwach und kommt immer weiter nach unten, sondern wirklich schön oben bleiben. Halten, halten, halten. Nicht nach unten kommen, immer noch ganz nach oben drücken. So, jetzt wie angekündigt, wechseln wir in den Vierfüßlerstand. Aber wie gesagt, heute ohne Aufstehen, alles am Boden. Wir starten jetzt mal mit dem linken Bein und zwar machen wir Kickbacks. Richtig schön nach oben gehen, auch hier wieder Po anspannen und aus dem Po arbeiten. Nach hinten weg und pulsieren. Nach oben, nach unten. Kurz aber noch verschnaufen. Könnt ihr jederzeit auch was trinken, aber jetzt geht schon wieder los. Und die Ferse richtig nach oben strecken. So geht's richtig, richtig schön in den Po. We don't need them. So can we just slow. Richtig, richtig heiß. Ich hoffe, euch auch. Lasst mich nicht im Stich. Weiter geht's einmal nach oben, einmal auf die Seite. Und nach oben und auf die Seite. Gemacht haben, waren es drei, ich glaube, mit dem rechten Bein. Also wir starten wieder los mit den Kickbacks, wirklich schön aus dem Po nach oben gehen. So can we just mega, ich schwitze, was das Zeug hält. Nur zur Info. Also, Fuß nach hinten und pulsieren. Auf und ab.
und wieder die Ferse nach oben schieben, Po anspannen, damit es richtig schön brennt. Einmal nach hinten, einmal auf die Seite. Bisschen Luft, bisschen Wind und es geht los. Zurück und auf die Seite. Schaut wirklich, dass es jetzt nicht irgendwie wild schwingt und die Übung unkontrolliert ausführt, sondern wirklich kontrolliert aus dem Po hochgehen und auf die Seite gehen. Sehr gut, jetzt machen wir kniende Squats, das heißt, ihr kniet euch hin, Knie weiter auseinander, Füße hinten schön zusammengeben, hochgehen, aus dem Po, anspannen, anspannen und nach vorne drücken. Bauchlage, starten wieder mit dem linken Bein, das geben wir jetzt für 20 Sekunden nach oben, also wirklich wieder Po durchgehend angespannt halten und nach 20 Sekunden winkeln wir das Bein noch an, zeige es euch dann gleich. Wir haben es wirklich schon fast geschafft. Sehr, sehr gut. Kurz mal entspannen, kurz mal liegen bleiben, dann kommt unser rechtes Bein dran. Wir haben noch 5 Sekunden. Macht euch schon mal bereit, wir starten wieder mit dem ausgestreckten Bein. Los geht's! Und abwinkeln, anwinkeln und nach oben drücken. Vorletzte Übung, bei der geben wir jetzt wirklich nochmal alles und zwar flattern wir jetzt. Wir spannen unseren Po wieder an, dass er richtig, richtig fest ist und wir flattern mit unseren Beinen. Abwechselnd links, rechts, richtig, richtig schnell. Gebt alles, dann kommt schon die letzte Übung dran. Und wirklich schön die Beine in der Luft lassen. Nicht irgendwie hier unten so, nur so die ja, Unterschenkel bewegen, sondern wirklich aus dem Po arbeiten.
sehr, sehr gut. Allerletzte Übung, dann haben wir es auch schon geschafft. Wir strecken jetzt alles weg, richtig hochgehen, Po anspannen und halten. 40 Sekunden halten, nochmal kurz ablegen, sonst schaffe ich das nicht. Und es geht los. Haltet, haltet, haltet. Und auch hier wieder wirklich alles heben, nicht irgendwie hier unten ein bisschen in die Höhe geben, sondern wirklich alles wegstrecken. Soll was bringen. Also, jetzt noch 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wir haben es geschafft. Sehr, 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 sehr gut. Ich hoffe jetzt wirklich sehr, dass euch das Workout gefallen hat, dass euer Po genauso zerstört ist wie meiner und richtig schön brennt. Ich freue mich wie immer wahnsinnig über euer Feedback. Boah, ihr seht ihr, wie ich schwitze. Bei mir rinnt alles nur so runter. Lasst mir unbedingt gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich über eure Videowünsche, eure Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!